Herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und dem Döring, der gerade oben ist. Übrigens, ich habe hier einen Pickel. Nicht wundern, warum ich da Zahnpasta habe. Ja, ein Pickel. Ja, heute gibt es endlich mal das Video, in dem wir euch zeigen, wie wir unsere Pizzabrötchen oder unsere Pizza machen. Wir machen heute Pizzabrötchen. Dazu benötigen wir, ich habe gar kein Rezept hier, 375 Gramm Mehl. Ich nehme immer meist also Weizenmehl, manchmal mische ich auch mit Roggenmehl. Heute nehmen wir nur Weizen, aber meistens mischen wir so ein bisschen. So, dann brauchen wir einen Teelöffel Salz, habe ich schon vorbereitet, einfach rein. Und einen Esslöffel Zucker. So, dazu ein Päckchen Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe nehmen. Allerdings bei frischer Hefe einen halben Würfel nehme ich dann immer nur. So, das mache ich hier alles in die Mitte. Jetzt verrühre ich das schon mal kurz. Einfach nur so trocken mit dem Mehl. Mehl, Hefe, Zucker und Salz. Dann kommen da 2 Esslöffel Olivenöl dazu. 1, 2. Und 225 Milliliter lauwarmes Wasser. Meins ist schon viel zu warm. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ist schon viel zu warm? Das ist zu warm. Ist noch zu warm. Ist zu heiß. Ich hole anderes Wasser. Nee, ernsthaft. Ja, Leute, ich in der Zeit hier schnippel mal das Gemüse, was da reinkommt. Also was auf die Pizzabrötchen kommt nachher. Wir haben da, weil ich ja vegan, also vegetarisch. Ja, vegetarisch esse, kriege ich ja kein Fleisch, aber auch also Salami und sowas. Das nimmt halt Carsten nur und Mama. Und ich nehme halt Champignons. Und Carsten nimmt Salami und Paprika. Oder schnippel ich jetzt? Ja, ich habe jetzt mal Wasser genommen, was nicht ganz so heiß ist, sonst geht vielleicht die Hefe kaputt. Also wirklich nur lauwarm. Ja, das kommt dann dazu. Dann rühre ich das einfach mit einem Löffel mal so um. Damit sich das so alles so einigermaßen verteilt. Und danach knete ich das einfach. Und das war schon alles. Normalerweise knete ich nicht im Sitzen. Im Stehen. Wenn ich mich jetzt hinstelle, dann geht für uns nicht mehr. Uns nicht ich weiß sowieso gar nicht, ob wir die Kamera richtig eingestellt haben. Da. Ich kann es ja mal richtig tun. So. Wenn es dann ein bisschen klebt, tue ich immer noch ein bisschen Mehl dazu. Aber halt wirklich wenig, einfach nur um es einmal feste zu kneten. Und der Teig, der muss auch kaum irgendwie gehen oder so. Also da kann, ein paar Minuten reichen schon aus. Ich schmeiße ihn jetzt wieder zurück da. Und in der Zeit, und dann mache ich schnell die Soße. Und in der Zeit kann der dann ein bisschen gehen. Aber er braucht eigentlich gar nicht gehen. Das ist echt super, was ja ganz selten an so einem Hefeteig ist. So, für die Tomatensoße nehmen wir immer so kassierte Tomaten. Normal für ein Blechpizza, also für die Teigmenge, die ich euch gerade gezeigt habe, nochmal eine kleine Dose, aber wir hatten keine kleine Dose. Hat zumindest Lea gesagt, ich sollte eine holen, vielleicht hat sie nicht richtig geguckt. So. Und da kommt einfach nur dazu ein bisschen Zucker, also auf diese doppelte Menge mache ich jetzt auch einen ganzen Esslöffel Zucker. Ein Teelöffel Salz. Wenn ihr jetzt eine kleinere Dose nimmt, dann macht ihr einfach die Hälfte. So, ein bisschen Pfeffer. Wir nehmen normal Cayenne-Pfeffer, aber der war leer. Dann ein bisschen Oregano. Und ein bisschen, wie heißt das auf Deutsch? Basilikum. Basilikum. So, ich weiß noch mal, das sehen kann wahrscheinlich nicht. Und dann mache ich noch 2 Esslöffel ungefähr Olivenöl immer mit rein. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt das kurz auf den Herd und dann will ich es einmal kurz aufkochen. So sieht es jetzt noch im Herd. Und in der Zeit, wo die warm wird, da hole ich schon mal den Teig und roll den aus leer. Wo ist das? Nein, in der Küche. Leer habe ich schon rausgelegt. Auf den Schrank, auf die Ablage oder wie?
Lea ist übrigens die beste Champignon-Schnippelerin hier. Ja. Ich sollte mal erwähnen, wie toll sie das macht. Ja. Ja, da, also man kann das natürlich jetzt auch schöner ausrollen, um dann Pizza draus zu machen. Wir rollen es einfach immer so aus. Ja, guck mal, ob man das überhaupt sehen kann in der Kamera. Nee. Ja, zeig mal. Man kann dich sehen. So, jetzt sieht man den Teig. So, so sieht das aus, wenn wir ihn einfach so kunterbunt ausrollen. Wenn wir sonst Pizza machen, dann machen wir das in Backblechgröße oder so. Aber bei den Pizzabrötchen ist fast egal. Wenn die Soße verteilt, kannst du rein, du willst auch ruhig mal drauf kippen leer. Ups. Ja. So, ich habe schon den Backofen gerade auf 200 Grad Umluft gestellt. Und jetzt wird es probiert. Lea, bitte tun in der Mitte einmal teilen, damit eine Seite vegetarisch für dich und eine Seite für Carsten und mich machen. Und desto fester die Tischdecke durchschneidest. Ja, super. Jetzt kommt überall auf dieser Seite ein bisschen dünn drauf. Und dann die leckere Ameisotorte. Ich glaube, ich habe viel zu viel Salami vorbereitet. Ich nehme ja kein Salami. Ja, aber ja, das ist ja das Problem. So. Ich nehme dafür ganz viele Champignons. Wir nehmen dafür ganz... Achso, ich hätte mal erst die Salami nehmen sollen. Ganz viele Paprika. Und dann kommt da noch mal ein bisschen Käse drüber. Dann wird gerollt. Und dann am neuen Käse gleich auch nochmal. Okay. Und jetzt wird das einfach, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, so eingerollt. Nicht so gut dafür. Mhm, die werden dann so in so 3-4 cm dicke, 3 cm dicke Stücke so geschnitten und dann werden sie wie eine Schnecke und dann werden sie so aus Backpapier gelegt. Das ist die Seite, ne? Ja. Und die anderen Finger vegetarisch. Kommt überall noch ein bisschen Käse drauf, könnt dann wieder Gouda oder Mozzarella, was ihr gerade da habt oder was ihr lieber mögt, wir mögen beides. Und dann kommt es jetzt gleich in den Backofen bei 200 Grad, Umluft für ca. 20 Minuten. Die Pizzabrötchen sind fertig, so sehen sie aus, lecker. Und leer schmecken die immer? Ja, dann würde ich sagen, dann werden wir das Video mal beenden. Weil im Video Knatschen machen wir einen anderen auf deinem Kanal, ne Lea? Ja. Erzähl mal, was du vorhast. Wir machen eine Mukbang. Wir machen eine Mukbang und die gibt es dann in den nächsten Wochen bei Lea auf dem Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr öfter mal solche Rezepte sehen möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach so, und solltet ihr das nachbacken oder so, dann macht gerne mal ein Foto und verlinkt es auf Instagram. Wir werden es reposten. Guten Hunger, Lea. Das ist einfach jetzt mir. Ja, hier ist kein Fleisch.